Der Herr sagt, ich korrigiere und diszipliniere all jene, die ich liebe. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 11. Dezember 2004 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Meine Kinder, kämpft nicht gegen die Prinzipien eines anderen, noch rügt sie mit euren eigenen Worten, noch korrigiert sie durch euer eigenes Verständnis. Lasst eure persönlichen Vorstellungen von richtig und falsch los und strebt danach, andere trotzdem zu lieben und habt Erbarmen mit jenen, mit denen ihr nicht einverstanden seid. Richtet sie nicht, noch meidet sie in euren Herzen. Vielmehr liebt jene, die gegen euch sprechen, weil ihr meinem Wort gehorcht. Segnet jene, die euch verfluchen, und betet für jene, die euch schlecht behandeln, so wie es geschrieben steht. Doch gehört nicht zu ihnen. Bietet ihnen keinen Ort an, um ihre Sünde ausbreiten zu können. Bleibt abgesondert, denn sie rebellieren gegen ihren Gott. Ihr Argument liegt bei mir, obwohl es den Anschein hat, als ob ihr zum Ziel ihres Gespötts geworden seid. Denn sie kämpfen immer gegen mich, im Bemühen, ihre Sünden zu rechtfertigen. Denn ich habe das Gesetz in die Herzen aller Menschen geschrieben. Alle sind in der Lage, richtig von falsch zu unterscheiden. Deshalb wählen sie, dagegen zu rebellieren. Doch wenn sie nicht in der Lage wären, dies unterscheiden zu können, und wenn ich es nicht in ihre Herzen geschrieben hätte, dann wären sie nicht schuldig, denn in Ignoranz kann es keine Rebellion geben. Doch sie wissen es, und aus diesem Grund sind sie schuldig. Denn ich habe es in der Tat geschrieben, auf Steintafeln und in die Herzen der Menschen, und auf den Seiten meines Buches ist es klar gemacht. Deshalb haben sie keine Ausrede. Denn ich bin Gott allein, der Gerechte. Ich allein bin heilig, gerecht und gut. Ich allein habe richtig von falsch getrennt. Ich allein habe das Gesetz errichtet und bestimme, was Sünde ist. Schaut, ich enthülle die Dunkelheit und bringe alle verborgenen Dinge ans Licht. Denn ich allein sitze als Richter, der einzig treue und wahre Zeuge. Ich sage euch die Wahrheit, es sind die bösen und trägen Eltern, die ihre Kinder nicht korrigieren und disziplinieren. Und durch dieses Versäumen schaden Eltern mehr, als dass sie Gutes tun. Mehr als die Eltern, die sich Mühe gaben und doch Fehler gemacht haben durch ihr Tun. Denn auch wenn sie ihre Kinder hier und da getäuscht haben, haben sie ihnen doch Liebe gezeigt durch ihre Anstrengung. Und von diesem Fundament aus werden diese Kinder mit der Zeit ihre eigenen Kinder richtig führen. Doch jene, die sich überhaupt nicht bemühen, sind faul. Gottlosigkeit wartet auf sie und Sünde lauert an der Tür. Denn auch wenn sie selbst glauben, dass sie nichts falsch gemacht haben mit ihrem Versäumnis, haben sie Zwietracht, Bosheit, Widerspenstigkeit und Hass angehäuft in den Herzen ihres Nachwuchses. Deshalb lasst es euch bekannt gemacht sein, ihr Menschen der Erde, und allen, die in den Kirchen der Menschen verweilen. Ich muss meine Hand gegen euch erheben. Ich muss all jene, die ich liebe, korrigieren und disziplinieren. Denn ihr habt euch verirrt. Schaut, ihr seid weit entfernt von mir. Und mit großer Bosheit verfolgt ihr immer jene,
die ich euch sende, und ihr lehnt das Wort aufgrund eures Stolzes ab, welches ihnen gegeben wurde, und ihr verfolgt sie mit Worten und Taten. Einige steinigt ihr und andere tötet ihr. Deshalb spreche ich zu euch in meiner Eifersucht, und im Feuer meines Zorns werde ich euch zurechtweisen. Schaut, mein Zorn wird hervorkommen, und mein Urteil wird nicht schlafen. Denn ich komme herunter, um zu korrigieren, um zu disziplinieren und um zu strafen und um mein Urteil über diese ganze gottlose Generation auszugießen. Doch jene, die aufrichtig und in Wahrheit Buße tun, werden erlöst sein. Und jenen, die sich von ihren bösen Wegen abwenden, wird Barmherzigkeit widerfahren. Denn ich ändere mich nicht, sagt der Herr. Das sagt der Herr, o ihr Blindenführer, die ihr die Blinden führt, dumme Menschen, die versuchen, mit den Tauben zu sprechen. Ihr seid verloren. Nur wenn ihr mich akzeptiert, wie ich wirklich bin, werdet ihr gefunden werden. Ihr fürchtet, dass ich komme, um euch zu zerstören. Ich komme nicht, um euch zu zerstören, sondern um euch zu demütigen, damit ihr erlöst werden könnt von all diesem Bösen, das euch umgibt. Ich komme, um das zu zerstören, was gegen mich steht, um alles abzureißen, was Menschen aufgebaut haben. Geliebte, ich bin euer Vater und ich kenne eure Herzen. Ich sehe alles, was ihr tut, und ich weiß, dass ihr keine Liebe für Gott in euren Herzen trägt. Doch ich liebe euch immer noch und ich werde gewiss ein Vater sein für euch. Denn ich vernachlässige jene nicht, die ich liebe, noch ignoriere ich jene, die mich ignorieren. Deshalb sage ich noch einmal zu euch, ich werde sicherlich alle, die ich liebe, korrigieren und disziplinieren. Und über diese extrem sündige Generation werde ich Urteile ausgießen. Doch wie es geschrieben steht, ich werde nichts tun, bis ich meine Pläne meinen Dienern, den Propheten, offenbart habe. Denn ich bin der Herr und ich ändere nicht.